Liebe Genossinnen und Genossen, hier ist euer Steinwall. Noch immer ist dieses unheimliche, rätselhafte Phänomen am Himmel von Wallonien zu erkennen und die Einwohner unseres Landes fürchten sich zunehmend, sind auf jeden Fall im höchsten Maße besorgt. Ist es irgendwie eine Aktion des kapitalistischen Auslandes? Will man uns die Sonne versperren mit irgendwelchen Strahlungen? Weil natürlich unsere Staatsführung die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ernst nimmt, hat man eine Expedition losgeschickt zum Ursprung dieses Phänomens aus Forschern und Arbeitern bestehend. Und tatsächlich, sie haben diesen Ursprung gefunden. Er liegt nämlich ganz in der Nähe von Erzfurt. Wir werden uns jetzt dorthin bewegen und uns das näher anschauen. Denn es wurde nicht nur der Ursprung gefunden, sondern es wurde auch begonnen, eine Ausgrabung dort zu unternehmen, um wirklich zum Kern der Strahlung vorzudringen. Und dabei wurden keine Kosten und Mühen gescheut. Rund 600.000 Rubel, also über eine halbe Million Rubel, sind in diese Ausgrabungen investiert worden. Und tatsächlich sind sie auch zu einem faszinierenden Ergebnis gekommen. Wir nähern uns jetzt dem Krater. Bitte ein bisschen aufpassen, denn die Strahlung nimmt hier gravierend zu. Ja, es kann zu irritierenden Effekten kommen. So, wir müssen bloß ein bisschen näher ran, damit wir jetzt sehen, woher das Ganze kommt. Und es ist ein bisschen schwer, ganz genau zu erkennen. Ich versuche es jetzt. Jetzt lässt es sich sehr, sehr, sehr gut erkennen. Ja, ich glaube, jetzt könnt ihr es auch erkennen. Wir haben es hier erstmal mit Grundwasser zu tun. Wir sind hier vielleicht so 100 Meter unter der Erdoberfläche mit unseren Grabungen gekommen. Und wir sehen, dort unten im Grundwasser befindet sich ein... Ja, was ist das? Das ist ziemlich eindeutig ein Traktor. Und zwar nicht nur irgendein Traktor, denn die weiteren Untersuchungen haben ergeben, es handelt sich um einen Traktor aus unserer LPG in Neuerswerda. Und jetzt wird es richtig spannend, denn offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Traktor, der hier unterirdisch im Grundwasser sich befindet und merkwürdige Strahlung in den Himmel aussendet, und der Tatsache, dass dort immerzu ein ganz mysteriöser Stau herrscht und unsere Wirtschaft boykottiert und blockiert. Also beide Phänomene hängen tatsächlich zusammen. So, und nun haben wir durch unsere kostenintensive Ausgrabung nicht nur diesen Traktor gefunden, sondern, wenn ihr das jetzt schon skurril und speziell fandet, dann passt mal auf. Ich lasse jetzt mal die Zeit weiterlaufen und dann sehen wir mal, wie sich das hier entwickelt. So, die Zeit läuft rechts oben, ihr seht es. Noch existiert die Strahlung, aber jetzt, noch ist sie da. Jetzt hat sie aufgehört, Leute, und jetzt beobachtet ganz genau diesen Krater, was jetzt hier passiert. Und schaut euch das an! Schaut euch das an! Und ich sehe das jetzt zum dritten Mal. Und ich muss immer noch lachen. Unser kleiner Traktor fährt jetzt, nachdem wir ihn hier ausgebuddelt haben, manuell, mit Terraforming, das möchte ich betonen, 600.000 Rubel, ja, fährt jetzt zurück. Er fährt jetzt zurück den ganzen langen Weg nach Neuerswerda. Und ja, ich würde mal sagen, damit hat sich auch erstmal die Stauproblematik geklärt. Und wir haben, ja, ich sag mal so, ein Rätsel ist gelöst, aber ein anderes Rätsel bleibt ungelöst, nämlich wie kommt dieser Traktor hierher? Dazu könnt ihr gerne eure Theorien mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt. So. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, nachdem man weiß, was hier los war, könnte man auch jetzt quasi diese Traktoren verkaufen in der LPG, und damit wäre das Problem auch ohne Grabung gelöst und ich würde hier 600.000 Rubel gespart haben. Aber, liebe Leute, ich würde mal sagen, diese Geschichte ist so speziell und skurril und besonders und dieser Krater auch so eindrucksvoll, dass ich das nicht negieren werde einfach durch Neuladen, sondern dass das jetzt Teil unserer Landschaft, unserer Republik ist. Und hier wird zukünftig irgendetwas Besonderes entstehen, vielleicht ein touristisches Ziel oder vielleicht so ein Sicherheitsgebiet der Staatsführung, wo niemand hin darf, ein Forschungsgebiet über, ja, was weiß ich, über Traktoren auf Abwegen oder was auch immer. Also, das werden wir so lassen. Okay, und sag mal, fährt er jetzt eigentlich, kann man den mal, den will ich mal hier an der Seite im Blick behalten, fährt er jetzt eigentlich irgendwo hier auf eine Straße rauf? Das ist ja schon wirklich extremst bemerkenswert. Ja,
Okay, aber wir kommen zu den Mühen der Ebenen, unseren normalen Aufgaben, die wollen wir nicht aus den Augen verlieren. Als erstes habe ich hier Fehler gemacht bei den Signalen, mal wieder Baustellensignale. Ich habe hier in die Mitte also einfache Signale gesetzt. Das sollte man auf eingleisigen Abschnitten nicht tun, beziehungsweise der will dahin. Das könnte man auch nochmal anders lösen, indem man zum Beispiel hier nochmal einen Chain setzt. Das bringt nichts, weil da nicht frei ist. Achso, weil das Teil des gesamten Blocks ist. Dann können wir das noch abkapseln. Jetzt kann der weiterfahren und der kann zurückfahren. So würde das Problem auch gelöst werden. Aber ich nehme den einfach mal raus, weil der eigentlich sinnlos ist. Zumindest in der jetzigen Konstellation. Aber wo wir schon dabei sind, hier gibt es ja jetzt eine Weiche. Da kann man dann dahinter auch nochmal Signale setzen. Dann können die getrennt dort arbeiten. Und das Stück werden wir vermutlich über Kauf organisieren. Soweit erstmal hierzu. Wir gucken nochmal kurz zu unserem Traktor, dem gleich jetzt übrigens das Benzin ausgeht. Aber ich glaube, er fährt weiter. Tapfer fährt er weiter. Ich denke, er wird erstmal hier zur Tankstelle sich bewegen, oder? Also ich glaube nicht, dass die Fahrzeuge stehen bleiben, wenn sie kein Benzin mehr haben, sondern sie bewegen sich immer noch weiter bis zur nächsten Tankstelle. Wir werden das gleich sehen. 2 Liter ist noch drin. Was macht er jetzt, wenn er bei 0 angekommen ist? Ja, er fährt weiter. Ziemlich zielstrebig hierhin. Hervorragend. Okay, so. Aber wir machen hier auch noch weiter. Und zwar, was wir hier nicht mehr weiter betrieben haben, ist der Ausbau dieser Kohleförderungsstätte. Das will ich tun, indem ich als erstes diese Straße mal weiterentwickle. Und da will ich Folgendes machen. Ich will ausgehen von diesem Bahnhof. Will ich eine Asphaltstraße bauen, und zwar nicht mit Rubel, die ich dann hier so an den Gleisen entlang führe und hier einmünden lasse. Das ist eigentlich meine Idee. Damit das gut aussieht, werden wir, glaube ich, hier was wegnehmen. Können wir später nochmal wieder ranmachen. Müssen wir mal gucken. Das soll so irgendwie natürlich da weitergeführt werden. Das kann man nicht snappen. Aber gut, so zum Beispiel. Das gefällt mir ganz gut. Und das Ganze soll dann hier weiter verlaufen und diesen Bahnhof mit anschließen. Machen wir es mal so. So runter. Das passt. Und er geht dann hier zu den Gleisen hoch. Und dann so weiter. Ja. Okay, das gefällt mir erstmal schon mal ganz gut. Und dann soll diese ganz lange Straße, die soll natürlich auch komplett asphaltiert werden. Was für eine Infrastruktur steht im Weg? Ach, das sind irgendwelche Punkte, weil wir da mal irgendwas gebaut haben. So, alles klar. Okay, dann können wir diesen Auftrag schon mal in Bau geben. Ihr seht, die Nacht kommt. Ja, ich habe tatsächlich für die letzte Folge mal das dynamische Licht und die Nacht angeschaltet. Leider kann man das eine nicht ohne das andere haben. Aber es gibt nämlich nicht jetzt nur den Sonnenverlauf, sondern inzwischen auch Wettereffekte und so weiter. Und dass wir das vielleicht mal sehen, deswegen habe ich das gemacht. Wo ist unser Traktor angekommen? Nein, ernsthaft? Er fährt jetzt durch den Fluss durch? Ernsthaft? Okay, es wird echt immer skurriler. Und er ist nicht tanken gewesen. Vermutlich, weil er in der LPG tanken wird. Ich lasse mal schneller laufen. Ich will mal sehen, fährt er jetzt einfach durch alles durch? Über alles rüber? Da kommt er. Gott, wie entzückend ist das denn? Jetzt sogar bei Nacht. Tatsächlich, er fährt einfach quer über alle Strukturen rüber. Direkt nach Hause, auf dem direkten Weg. Es ist auch irgendwie ein bisschen romantisch, oder? Okay, der Tag ist wieder da. Wir können uns unserer anderen Beschäftigung widmen. Aber ihn behalten wir noch mal ein bisschen im Auge. Also, das hat mir jetzt einen Auftrag gegeben. Das wird gebaut. Hier läuft auch alles sehr gut. So, dann habe ich folgendes Phänomen gesehen. Hier, Stahlwerk läuft ja im Prinzip ganz gut, würde ich sagen. Aber eine interessante Sache. Hier sammeln sich doch relativ viele Arbeiter an. Und das bringt mich zu dem Punkt, dass wir auf diese Route von hier zum Stahlwerk, denke ich, noch 2 Busse setzen können, um das noch ein bisschen effizienter zu gestalten. Deswegen werden wir uns hier mal diese beiden noch mal kaufen und entsprechend
die Linie darauf kopieren. Jetzt muss ich bloß noch wieder auf die Linie kommen. Ist das die Linie? Gucken wir mal. Leipzig Ost, genau. Leipzig Ost, Erzfurt Stahlwerk. Da fahren auch nur zwei Busse. Das, denke ich, ist okay, wenn wir die Fahrzeuge da noch mitnehmen. So, jetzt würde ich die gerne noch starten. War hier nicht mehr so ein Startsymbol jetzt? Komisch, wartet mal. Start ist jetzt möglich. Okay, alles klar. Gut, das sollte noch mehr Arbeit ins Stahlwerk bringen und damit das Ganze noch effizienter machen. Das wäre das. Auch nur eine Kleinigkeit. Aber Thema Busse geht weiter, nämlich hier in Stralsund. Da haben wir gesagt, hier sind so viele Arbeiter jetzt schon verfügbar. Auch hier 225, dass wir hier einen kleinen Austausch machen. Wir sehen zum Beispiel, dass die offenen LKWs hier im Moment zumindest gar nicht so nachgefragt sind. Aus dem Grund würde ich sagen, verkaufen wir davon mal. Halt, warte mal, ich suche da mal die, die auch da stehen. Nicht, dass die irgendwas Wichtiges gerade machen. Den verkaufe ich und den verkaufe ich. Und dafür gönnen wir uns dann ebenfalls nochmal zwei Busse, die die Arbeiter zu den Baustellen bringen. Ja, und ich denke, wir können dann in dem Zuge auch schon mal diese Fabrik hier, die noch fehlt zur Herstellung von Kernbrennstoffen, auch starten, dass hier auch schon gearbeitet werden kann. Hier sind sie ja schon sehr, sehr fleißig. Hier sehen wir 184 und hier 218 Leute an den Baustellen. Ja, perfekt. Wenn wir hier noch mehr ranbringen, 200. Also das ist wirklich in Ordnung, denke ich. Okay, dann habe ich gesehen, dass ich hier zwar diese wunderbare Fußgängerbrücke geplant habe, aber das gar nicht zu Ende designt habe, weil ja, da gibt es gar keinen Anschluss. Die Straße fehlt noch, also da müssen wir tatsächlich was tun. Und ich habe mir aber Folgendes überlegt. Ich werde jetzt mal diese Straße hier einmünden lassen und die Brücke noch weiterlaufen lassen. Das heißt, wir nehmen das hier nochmal weg. Ja. Und dann gucke ich mal. Wir hatten hier eine Kiesstraße ganz offensichtlich. Ob ich die hier rausbringe. So halb unter die Brücke durch. Das scheint zu funktionieren. Und das mündet dann dort ein. Okay. Und dann will ich jetzt diese Brücke einfach nur fortsetzen. Halt, nee, den hatten wir. Mal gucken, ob das geht. Wir kommen natürlich relativ weit hinten raus. Aber ich finde es einfach ganz, ganz hübsch, wenn da diese Straße noch mit unter durchgeht. So, bis hier passt das. Wir können es auch schräg machen, wäre auch möglich. Aber passt dann nicht ganz. Deswegen müssen wir es gerade machen. So. Ich denke, das ist okay. Und jetzt fehlt natürlich noch der abschließende Gehweg, der die Leute dann hier auch noch in die Fabrik gehen lässt. Und ich denke, wir machen das so, um das dann noch ein bisschen effizienter zu gestalten. So. Dann kann das hier fertig gebaut werden. Und das ist auf jeden Fall ein sehr kurzer Weg jetzt hier zur Arbeit. Das gefällt mir. Okay. Dann habe ich gesehen, dass hier bei den Bahnhofseinstellungen noch was nicht stimmt. Das ist zwar ganz nett, dass der Zug jetzt hier hält, aber hier wartet noch niemand. Und ich will, dass hier Passagiere warten, Schüler warten und Touristen warten können. Touristen werden sich hier noch nicht herverirren. So, und bei der Gelegenheit habe ich mir auch nochmal Leipzig angeguckt. Hier stehen tatsächlich noch Arbeiter. Da kommt gerade im Übrigen Zug. Aber die brauchen hier nicht mehr stehen. Das ist hier nicht mehr nötig. Das heißt, hier sollen nur Passagiere und gegebenenfalls Touristen stehen, falls sie irgendwo anders hinfahren wollen. Zum Beispiel die AKW-Baustelle zu besuchen. Das wäre hier möglich. Aber ansonsten, warte mal, ist das der Touri? Ja, das ist der Touri-Zug. Der fährt zurück immer leer. Ich meine, das könnte man auch ändern, ehrlich gesagt. Dass da auf der Rückfahrt, wenn man denn will, noch normale Passagiere mitnimmt. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Kommt, das können wir direkt mal machen. Beladen, Arbeiter nicht, Studenten nicht. Aber Passagiere und von mir aus auch Touristen. Und dann müssen wir nach Leipzig allerdings. Ja, gut. Das kann ja dann nur Stralsund sein, aber da werden mit Sicherheit keine Touristen hingehen wollen. Ja, aber vielleicht, na, pff, wir machen es mal einfach. So, also neuer Stopp Stralsund.
Da allerdings nur entladen, weil es dann ja zum Zollhaus geht. Genau. Und nach dem Zollhaus wiederum könnte man auch in Stralsund anhalten wiederum. Warum eigentlich hier nicht? Und da können dann zum Beispiel auch noch Leute zusteigen. Keine Arbeiter, aber von mir aus Studenten, von mir aus Passagiere und Touristen. Entladen kann dort überall werden. Ja, dann haben wir das Ganze noch ein bisschen effizienter genutzt. Soweit, so gut diese Geschichte. So. Jetzt kommen wir aber zum Hauptthema. Oh, jetzt schon ziemlich viel Zeit verstrichen. Weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe. Denn es ist ein etwas größeres Thema. Ich will ja Stralsund gewissermaßen dahingehend abschließen, dass wir auch hier noch eine eigene Basisbauwirtschaft haben. Das heißt, Kies, Asphalt und Beton soll hier auch noch produziert werden, damit die Stadt richtig voller Potenz ist und die vielen Arbeiter dann auch wirklich super effizient bauen können. Und selbst wenn das AKW fertig gebaut ist, kann man von hier aus ja weiter expandieren und so. Also ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, das zu tun. Naja, wir starten einfach mal. Das ist leider immer ein Riesengebiet, ne? Und ziemlich alles verschachtelt. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Bauwirtschaftliche Industrie. Wir starten natürlich mit der Kiesgrube. Und hier gucken wir mal, wo wir einen guten Punkt haben. Uns wird ja auch gleich die Effizienz angezeigt. Hier oben sieht es ganz gut aus. Ja. Mal kurz gucken, ob wir mit der Straße runterkommen. Das scheint mir das größte Problem zu sein. Wir flachen mal ab. Mal gucken, was wir hier für eine Effizienz haben. 46%, 49%. Das finde ich in Ordnung. Damit kann man leben. Das können wir platzieren. So, und jetzt kommt natürlich der spannende Punkt. Kommen wir mit einer Straße darunter? Ah, das sieht schon schwierig aus. Sehr steil das Ganze. Kann man hier noch ein bisschen was glätten? Ja, kann man. Kommen wir jetzt darunter? Also er zeigt hier mir ein bisschen grün immer an. Das sollte ich mal nutzen. Ja, geht doch. Schaut mal. Das haben wir hingekriegt. Wir glätten noch den Bereich. Bis hier geht's auch. Und dann kommen wir auch weiter runter. Okay, also das geht schon mal. Prima. Das können wir bis hier jetzt planen. Das ist der erste Schritt. Als nächstes kommt dann die Verarbeitungsanlage. So, die haben wir hier. So, und da muss das jetzt quasi einfach per LKW hingebracht werden. Und da müssen wir natürlich jetzt ein geeignetes Gelände finden. Vielleicht so leicht schräg, das würde mir gefallen. Ja, oben muss noch die Straße lang gehen, unten muss die andere lang gehen, aber so könnte das funktionieren. Wir werden das mal planieren und platzieren. Und jetzt ist die große Frage, funktioniert das hier mit der Straße? Ja, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Jawohl. Okay. So, hier will ich da rangehen. So, das pass auf, das mache ich jetzt noch ein bisschen anders. Das gefällt mir so nicht. Das ist dann doch nur so ein Nebending. Wir ziehen, gehen hier von der Straße hier hoch. An der Hauptstraße machen wir eine Kurve, die ein bisschen besser aussieht. So zum Beispiel, ja. Und wir glätten das etwas. Kommen jetzt hier gut hin. Und kommen hier oben auch nochmal gut hin. Sehr schön. Und können das dort ranbringen. Ja. Okay. Das ist der Start. Damit kann man ganz zufrieden sein. Die Straßen lasse ich erstmal nochmal so. Da kann sich noch was ändern. Ja, das nächste, was ich machen will, das habe ich jetzt schon ein bisschen vorgedacht und vorgeplant. Wir werden hier ein Crossing nehmen, allerdings nicht, das ist der normale, ne? Ne, das ist der mit den verschiedenen. Das mache ich jetzt immer standardmäßig, weil man weiß nie, was man da später mal noch irgendwie anschließen will. Was habe ich jetzt gemacht? So. So, der soll hier hin und wichtig ist, dass da halt eine Straße durchgehen kann, die wir brauchen später noch.
Okay, ich platziere erstmal so. Vielleicht muss ich noch was ändern. Mal gucken. So geht das erstmal. Das nächste, was wir benötigen, ist ein Speicher. Und zwar einen großen Speicher, nehme ich hier immer. Den haben wir hier. Ein großer Rohstoffspeicher ist gefragt. So, und den will ich jetzt so platzieren, dass wir unten noch die LKW-Beladung hinkriegen, direkt an der Straße. So wenig wie möglich Platz verschwenden. Vielleicht sogar so. Scheint zu funktionieren. Jetzt haben wir gleich die Nacht, aber das beeindruckt uns nicht, weil wir im Baumodus, denke ich, relativ gut sehen können. Okay, platziere ich das mal. Ne, wir haben flaches... Oh, wir haben geländetechnisch, passt das nicht. Jetzt wird es unten wieder zu knapp, das geht nicht. Jetzt habe ich nicht auf das Falsche geachtet. Dann muss ich es so drehen, aber ich würde sagen, das geht auch. Okay. Gut, das Spannende ist jetzt, ob jetzt die Verladestation da funktioniert. LKW-Rohstoffe beladen. Das soll nämlich jetzt hier ran. Es könnte sein, dass wir ein bisschen zu knapp sind, dass wir die Straße nochmal wegnehmen müssen. Ja. Obwohl, so geht's, ne? Es war super eng dran, aber so scheint es zu gehen. Ja. Das geht. So, also die Connection ist da, das ist das Entscheidende. Und es ist dann hier sehr schön erreichbar von der Straße aus. Das gefällt mir schon mal. Okay, das wäre das. Als nächstes nehme ich jetzt wieder diesen hier und gehe von hier. Und jetzt, jetzt wird es ein bisschen fummelig. Ja, warte mal. Also wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich will zur Asphaltanlage. Vielleicht geht das auch ohne. Müssen wir mal gucken. Ha, wisst ihr was? Es gibt ein Problem. Da habe ich was falsch gemacht. Wir müssten nämlich... Dieses Ding muss da eigentlich rein. Geht das auch, wenn wir das nachträglich nochmal machen? Ja, das geht tatsächlich auch. Weil dann können wir hier vielleicht... Ich weiß nicht, ob das zu knapp ist dann, aber dann könnte man hier nämlich noch rausgehen. Ja, das sieht, glaube ich, so aus, als würde das gehen. Da müssen wir nämlich rausgehen. Und da brauche ich auf jeden Fall so einen Roadcrosser. Aus bestimmten Gründen machen wir vielleicht das erstmal. Ihr wisst noch nicht genau, wo das hinausläuft. Aber ich habe einigermaßen einen Plan. So, das passt auch schon mal. Genau. Platzieren wir den mal. So, von hier, dann machen wir nämlich das zuerst. Will ich ins Betonwerk. Und das ist sehr speziell, da komme ich da rein. Das funktioniert auch. Okay, hier ist auch Platz dafür. Gut. An welchem Anschluss ist er jetzt dran? An dem, das ist in Ordnung. Okay, das können wir auch platzieren. Der Fußgängerweg dort unten hin ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wir müssen nämlich hier auch noch irgendwo eine Bushalte hinbringen. Das habe ich mir noch nicht hundertprozentig überlegt. So, von hier muss jetzt das Zementsilo abgehen und wir werden vermutlich diese Stromkabel verlegen müssen. Aber wir gucken das uns erstmal an. So, das Zementsilo will ich jetzt hier ranbringen. Und das passt jetzt nicht, wegen des Stromkabels. Okay, und jetzt ist der Moment gekommen, wo ich mal pausieren muss, weil wir das jetzt hier neu verlegen müssen. Also zurück zum Zementsilo. Na, so würde es gehen. Mit den Straßen kommt das hoffentlich auch hin, aber warum connectet er nicht die Industrieverbindung? So verbindet er sie. Hier könnte es sein, dass es zu steil ist. Das natürlich geht nicht, ne? Da müssen wir einen anderen Punkt finden. Da muss das hier weiter zurückgesetzt sein. Hilft nichts. So geht es aber auch. Okay, machen wir es so. Okay.
Soweit das Zementsilo. Straße, es sollte da kein Problem sein. Dann brauchen wir jetzt noch das Asphalt, die Asphaltanlage. Und ja, sagt mal, das sehe ich gerade. Die könnte natürlich auch ganz cool von dort kommen, aber hier ist das Straßenproblem. Da. Ja, wir könnten das so machen. Das würde gehen. Und die Pipeline legen wir oben rüber. Das kriegen wir hin. Und hier haben wir auch einen schönen Straßenanschluss. Das funktioniert, Leute. Das funktioniert schon so. Dann planen wir das hier. Mhm. Okay, und zu guter Letzt benötigen wir dann noch, und da gehen wir mal zurück auf die Lager, so einen Ölkraftstoffspeicher. Und den werde ich hier unten anschließen. Jetzt müssen wir mal gucken, das muss einen Ausgang haben, den wir dann oben hinlegen. Das passt hier auch, weil wir das von dort beziehen hier, relativ nah bei. Das ist eigentlich ein ganz guter Standort dafür. Okay, also das wird dann hier platziert. Und jetzt kommt noch die Leitung, die wir hier verlegen müssen, die Pipelines. Und die ziehen wir hier hoch. Ja, okay, ein bisschen höher. Ab. Okay. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Dann kann das auch gebaut werden. Und wir kommen nochmal zurück auf die Straßen, die noch nicht alle fertig sind. Hier geht es zu sehr bergab, ernsthaft. Okay. Daran habe ich nicht gedacht. Aber wenn man das in Etappen macht, geht es meistens. So, das funktioniert. Das funktioniert nicht, aber auch hier vielleicht wieder in Etappen, ja. Okay, das geht auch. Dann, dafür haben wir nämlich das hier gemacht, genau, damit das hier ranpasst. Du wirst dort angeschlossen. Und hier müssen wir ein bisschen nacharbeiten. Du gehst daran und dann haben wir eigentlich soweit, wenn ich mich nicht täusche, alles dran und können diese Planung dann auch starten. Und hier habe ich noch eine Kleinigkeit gesehen. Wir müssen auch hier den Bau dort nochmal beginnen. So, ja, prima. Und jetzt ist nur noch die Frage, ich vergesse das immer, welche dieser Betriebe benötigt Arbeiter? Da müssen wir nicht noch eine Bushalte planen. Wir brauchen Arbeiter im Betonwerk, und zwar 5, obwohl da kann man auch vielleicht hinfahren. Und in der Kiesverarbeitung 15. Achso, und in der Asphaltanlage. Ja, ist die Frage, ob man das separat anfährt. Okay, das ist jetzt ein bisschen weit auseinander. Da muss ich mal kurz überlegen. Also da brauchen wir Arbeiter. Da und da. Wie geht es hier mit den Gehwegen? Ach, da ist diese Industrieverbindung. Das ist blöd. Da kommen wir nicht rüber mit dem Gehweg. Das heißt, es muss von unten angefahren werden. Die Asphaltanlage hat gar keinen Gehwegzugang. Das ist ja auch ein Ding. Okay, das sieht mir fast so aus, als ob wir hier jedes Werk separat anfahren müssen. Sonst sehe ich hier keine Möglichkeit. Das Einzige ist, dass wir hier eine Busplattform machen oder eine Bushaltestelle. Dann gehen die da hoch. Das würde vielleicht gehen. Und dann wäre nur das separat anzufahren. Okay, gucken wir mal, was wir hier noch haben. Als kleine Busplattform klein, passt die da hin? Die würde dahin passen, wenn wir die Straße nochmal neu positionieren. Würde das gehen? Ja, am besten so, wegen des... Na, ist eigentlich egal. Ja, vielleicht mache ich das. Ich lasse den mal da langfahren und... Stopp. Dann machen wir mal einen kleinen kurzfristigen Abbruch. Und platzieren das nochmal. Seht ihr, jetzt passt es nämlich einigermaßen gut. Und wir können bestimmt hier
so genau die Straße der alten Führung haben. Ah, doch nicht ganz. Da habe ich mich verschätzt. Ich hätte jetzt echt erwartet, dass das geht. Das ist doof. Okay, dann müssen wir leider einen kleinen Knick machen. Das ist jetzt ziemlich dämlich. Dann müssen wir das nochmal wegreißen. Wie machen wir das jetzt am besten? Dann muss ich leider hier so ein bisschen nach oben gehen und einen Schlenker machen. Aber damit das natürlicher aussieht, das kann ich jetzt nicht, weil da ein Fahrzeug ist, werde ich das hier nochmal abreißen. Dann machen wir einen etwas schickeren Schlenker. So. Das müsste jetzt aber reichen. Jawohl, es war wirklich nur ein Müh, was da fehlte. So, dann planen wir das Ganze halt. Das muss natürlich wieder verbunden werden. Dann planen wir das Ganze auch mal durch. Aber, weil das ja ein Ersatzbau ist, das hätte ich vorher mal machen sollen, wollen wir das mit Rubel bezahlen. Das Stückchen auch. Und das Stückchen auch. Und dann kann das hier seinen normalen Gang gehen, ne? Ja, dann haben wir alles eigentlich hier zu Ende geplant. Der dreht jetzt vor Panik um, aber der andere fährt weiter. Das Einzige, was hier noch nicht richtig ist, ist das Thema Strom. Denn der wird von dort nicht bis dort kommen. Das wird ein Thema sein. Wir können aber einfach dieses Ding hierhin verlegen und dann müsste das passen. Ich denke, das mache ich jetzt mal. Also wir bauen jetzt hier ein Umspannwerk und weil das ein Ersatzbau ist, werde ich das, glaube ich, auch gleich mal mit Rubel finanzieren. Der andere ist ja gewissermaßen schon fertig. Wir müssen bloß irgendwo an diese Straße rankommen. Oder? Elektrisches Problem. Meint er das hier, wo ich gerade bin? Bin mir nicht ganz sicher, was er mir da eben sagen will. Aber wir machen das erstmal zu Ende. Gibt es noch eine bessere Art? Ne, wir platzieren das mal. Ich habe pausiert. Platziert. Die Frage ist, ob wir die Straße hier runterbekommen. Ne, genau. Das ist jetzt das Thema. Ach ja. Der Aufstieg ist einfach zu groß. Wir müssen es nochmal wegnehmen und irgendwie abflachen. Kriegen wir hin. So, jetzt müsste es gehen. Also, zu guter Letzt. Ja, so sieht es doch aus. So passt es. Das werden wir, wie gesagt, mit Rubel bauen. Die Straße braucht noch eine normale Lehmstraße sein. Und dann lassen wir es mal weiterlaufen. Und reißen das auch nochmal kurz ab. Warum ist das Gebäude jetzt ohne Stromversorgung? Was ist denn hier los? Hier ist irgendwie ein gravierendes Problem, glaube ich, gerade aufgetreten. Aber egal, wir machen erstmal unser Ding hier zu Ende. Das kommt weg. Und hier gehen wir... kommen wir darüber? Ja, wir kommen so darüber. Und verbinden das. So, und jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Wo gibt es hier Stromprobleme? Hier gibt es Stromprobleme? Ernsthaft? Kann das sein, weil jetzt alles hier fertig gebaut wird? Reicht das nicht vom Durchsatz? Das ist gut möglich. Schauen wir uns das nochmal an. Zu guter Letzt ist ja... Es würde nicht richtig sein, würde eine Staffel enden und alles wäre perfekt. Ne? Warte mal, aber hier... Hier kommt gar nichts durch. Was ist denn hier los? Ach, natürlich! Ja, natürlich kommt hier nichts durch. Oh, wir haben ja unsere Starkstromleitung hier noch nicht wieder verbunden. Ja gut, das ist ja einerseits dämlich, andererseits aber auch erleichternd, weil dann ist grundsätzlich alles in Ordnung. Also, dann gehen wir hier hoch und ziehen das Ganze hier wieder ran. Wobei, das sieht hässlich aus. Geben wir noch mal ein bisschen Rubel aus, um das besser zu machen. Reißen wir das Stück noch ab. Und das auch. Und dann kommen wir da perfekt ran. So, sehr schön. Das wird nachgebaut. Und jetzt haben sich die Stromprobleme auch geklärt. Und diese Folge hat eine Überlänge. Und wir enden die Staffel mit glücklichen Gesichtern hier in Stralsund, denn ein wirklich wichtiger letzter
Baustein der Stadtentwicklung ist damit auch zumindest geplant und es kann hier richtig abgehen. Ja, wunderbar. Das freut mich alles sehr. Hier sind wir schon halb durch mit den Kühltürmen. Prima. Die Fabrik, naja, wow, das ist auch scheinbar sehr, sehr aufwendig. Wir gucken mal, hat sich hier was verbessert? Wie viele Arbeiter warten hier? 16. Okay, also die Busaktion war auf jeden Fall eine gute Sache. Wie sieht es hier aus mit dem Stahl? Lager ist zu 100%. Wir haben 1 Million Rubel auf dem Konto, weil der Stahlexport jetzt brummt. Hier scheint gerade der Zug losgefahren zu sein. Da hinten ist er, glaube ich. Das Lager füllt sich wieder. 262 oder 260 Arbeiter sind hier. Kohle 84 Tonnen und Eisen ist jetzt wieder das knappe Gut. Aber da können wir in der nächsten Staffel ansetzen, denn das Ganze ist im Prinzip fertig. Wir können jetzt von hier deutlich schneller, deutlich mehr Eisen rüberbringen. Insofern wird es weiter boomen, unser Wallonien. Und damit doch ein überaus versöhnliches Ende dieser Staffel. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.